Jürgen Osterhammel schreibt Weltgeschichte bzw. Geschichte aus mehreren Perspektiven, am besten aus globaler Perspektive. Ausdruck dessen ist vor allem sein Buch Die Verwandlung der Welt, eine Geschichte des 19. Jahrhunderts. Das schon heute, ich glaube in der inzwischen fünften und fast schon sechsten Auflage, als Klassiker der Geschichtsschreibung gilt. Aktuell arbeitet er an einer neuen Buchreihe, die sich Geschichte der Welt nennt und deren Herausgeber und Mitautor Jürgen Osterhammel ist. Wir laden Sie nun alle herzlich ein, mit Jürgen Osterhammel hier bei LISA eine Stunde lang zu diskutieren. Stellen Sie Ihre Fragen. Wir werden versuchen, in der kommenden Stunde so viele Fragen wie möglich und auch so viele Anmerkungen wie möglich zu berücksichtigen. Auch natürlich die vielen Fragen, die seit einer Woche in unserem Pre-Chat gestellt worden sind. Es haben sich da doch einige gesammelt. In dem Bereich geht auch unsere meistgewählte Frage aus dem Pre-Chat. Quentin Quentscher fragt, was verstehen Sie unter Häufigkeitsverdichtungen und welche Beispiele gibt es dafür in der Vergangenheit? Sind diese eher evolutionär entstanden oder gezielt herbeigeführt worden? Das ist interessant, dass das eine populäre Frage ist. Finde ich, nicht gut. Das ist ein Gesichtspunkt, den ich überhaupt nicht jetzt bisher theoretisch erfasst habe. Mir ist nur einfach aufgefallen, dass zum Beispiel die Weltgeschichte und vielleicht die Geschichte auch sonst zu wenig quantitativ arbeitet. Also es ist heute so, dass die quantitative Geschichte, ein Cliometrics nennt man das auch, ein Bereich für sich ist, meist in der Wirtschaftsgeschichte angesiedelt und dass sich sonst niemand dafür interessiert. Also ich bin nicht dafür, jetzt alles durchzurechnen und auf eine exakte quantitative Basis zu stellen. Das ist zum Teil auch vielleicht bei diesen Kliometrikern eine Illusion gewesen. Die wollten Dinge quantifizieren, die man gar nicht so richtig quantifizieren kann. Aber man sollte auch nicht ins andere Extrem gehen. Also es spielt schon eine Rolle, mit welchen Quantitäten wir es zu tun haben. Ich komme mal zurück, bin noch nicht bei der Häufigkeit, aber einfach nur zur Quantifizierung, zur Frage der Globalisierung. Wir haben die Frage diskutiert, wann Weltgeschichte anfängt und in welchen Phasen man vielleicht dann chronologisch einsetzen kann. Und es gibt natürlich Beispiel Silber, das wir eben hatten, sehr früh Strukturen, die man als global bezeichnen könnte. Die sind aber zum Teil quantitativ nur ganz zart erkennbar. Also die Silbermengen, die damals zirkulierten, die passen heute in ein Containerschiff. Ja. Oder die, ich glaube, jemand hat mal ausgerechnet, dass das gesamte Transportvolumen der niederländischen, ostindischen Kompanie, der zeitweise wichtigsten interkontinentalen Handelsgesellschaft der Welt, die den ganzen Asienhandel abwickelte, in der gesamten frühen Neuzeit etwa dem entspricht, was heute gleichzeitig an einem Tag auf den Weltmeeren an Transportvolumen unterwegs ist. Ja. Oder wenn man sich den frühen Telegrafenverkehr mit dem heutigen Internet im Vergleich anschaut, dann waren das natürlich schon um 1870 sehr imposante Vernetzungen des ganzen Erdballs. Überall lagen diese Unterseekabel und man konnte um 1870 von London aus nach Melbourne in wenigen Minuten telegrafieren, aber winzige Datenmengen, ja, im Vergleich zu heute. Insofern ist die Quantität wichtig und wenn man von Quantität redet, dann ist natürlich eine weitere Kategorie unter mehreren ist die Häufigkeit. Also darüber müsste man sich jetzt separat Gedanken machen. Ich würde das gerne mal erklären, was meinen Sie genau, also verstehen Sie genau unter Häufigkeitsverdichtung? Das ist vielleicht nicht jedem klar. Können wir so ein Beispiel vielleicht? Vielleicht kann man das Verdichtung ist vielleicht eher eine poetische Zutat. Es geht um die Häufigkeiten selber. Ich glaube, ein Mathematiker würde den Begriff der Häufigkeitsverdichtung nicht verstehen. Mhm. Also Verdichtung ist vielleicht eher so eine Ausdrucksweise, um uns das grafisch klar zu machen, dass sich Dinge verklustern. Mhm. Ja, dass sich in einem kurzen Zeitraum weichenstellende Ereignisse bündeln. Also natürlich in Kriegen, also die letzten Jahre des Zweiten Weltkriegs waren solche verdichteten, komprimierten, beschleunigten Jahre. Mhm. Oder der Höhepunkt der napoleonischen Kriege, so 1806 bis 1810 etwa, da beschleunigte sich auch im Bewusstsein der Zeitgenossen die Geschichte. Also Beschleunigung und zunehmende Häufigkeit hängen natürlich eng zusammen. Mhm. Ja, daran denke ich wohl primär. Ja, also
ist eine quantifizierende Ausdrucksweise für Beschleunigungsphänomene. Und dabei geht es vor allem um Ereignisse, also um Ereignisdichte? Ja, das kann man auf verschiedene Bereiche sozusagen plotten. Ja? Da hilft aber natürlich die Chronologie, dass man auch nachschaut, wann was passiert ist. Zum Beispiel wissenschaftliche Entdeckungen clustern sich auch zum Teil in bestimmten Zeitfenstern. Oder kulturelle Innovationen, etwa kurz vor dem Ersten Weltkrieg, in Kunst, Musik, Architektur, das ist nicht immer ganz quantifizierbar, aber schon vom Eindruck her, ballt sich was zusammen, stärker als davor und mit Wirkungen auf Epochen danach, in denen das weniger der Fall war. Was ist die Ursache von solchen Verklusterungen, von Häufigkeitsverdichtungen? Sind das immer Krisen? Man sagt ja oft, dass sozusagen Krisen der Auslöser sind für neue Entwicklungen oder für eine Ereignisdichte. Oder kann es auch was anderes sein? Ja, vielleicht. Also Krisen haben einen Doppelcharakter. Es gibt schon objektive Krisen, aber natürlich auch Krisenwahrnehmungen. Und Krisenwahrnehmung und der von der Wahrnehmung unabhängige Verlauf von Krisen gewisserweise gegenseitig. In dem Moment, wo ein Zustand als eine bedrohliche Krise wahrgenommen wird, verhalten sich die Menschen anders und es kommt dann auch oft zu self-fulfilling prophecies, die Dynamik weiter verstärken. Ich denke, darüber haben aber weder die Geschichtstheoretiker noch die Soziologen, die das eigentlich auch angehen sollte, ausgiebiger nachgedacht, dass man es auch zum Teil mit Kettenreaktionen zu tun hat, so mit so Domino-Effekten, die irgendwann mal angestoßen werden, dann irgendwann mal zu Ende gekommen sind, dann fängt der nächste Effekt an. Ja. Oder man kann es auch anders thematisieren, natürlich zum Beispiel in der Kunst, Übernahme, Transfers, Lerneffekte oder auch die eben besprochenen Moden, Nachahmung spielt auch eine Rolle bei Verdichtung. Mhm.